Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, im letzten Part haben wir vor Tagen abgeschlossen und unser, ja, das ist Cotsworth, hat einen neuen Anstrich und ein bisschen Zubehör bekommen. Denn er wird uns jetzt eine Zeit lang begleiten. Jojo, weil er ein lieber Kerl ist. Was? Ach so, der zuckt nur ein bisschen vor sich rum. Okay. Ich lade mal hier ein bisschen nach. Ich muss auch jetzt mal schauen, welche Waffe wir als nächstes benutzen, weil die hier hat kaum noch Munition. Das heißt, das klubsch mal gleich mal nach. Die Schrott wäre halt eine geile Geschichte, ne? Aber die Pistole wäre auch schön, aber da haben wir gerade mal 75 Schuss. Muss halt die hier. Haben halt nur 2 Schuss der Wahl mal. Das gibt's ja nicht. Irgendwo müssten wir doch noch. Warte mal. Irgendwo müssten wir doch noch Waffen haben. Da haben wir eine Werkstatt. Eine Waffenbank haben wir hier da draußen, oder? Oder die hier? Da. Ja, ich habe schon vergessen, dass ich mich entkleiden muss. Ich schaue das nur kurz nach. Ob man nicht vielleicht irgendwo noch eine Waffe haben. Ich habe die nämlich aus Versehen, glaube ich, wo weggelegt. Falsch. Falsch. Raus da. Hopp, hopp. Ich, Depp, habe nämlich vergessen. Und ich habe aus Versehen, so ist besser gesagt, einer meiner besseren Waffen weggetan. Was bist denn du? Das Gerät schaut auch cool aus. Wird durch wiederholtes Nachladen aufgeladen. Je mehr Ladungen, desto höher der Schaden. Mhm. Naja. Okay, was haben wir noch hier? Schrot. Irgendwo habe ich nämlich erfolgreich meine Waffe. Verschießt eine Ladung, die auf andere Ziele überspringt. Die wäre auch nicht so schlecht. Ich habe nämlich erfolgreich meine Waffe irgendwo angebaut. Warst das nicht gerade du? Ich glaube, das war eh die. Passt schon so. Ich glaube, das war schon die. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da nicht noch irgendwas aufpimpen können. Wo ist sie denn? Na, nix Ghoul-Töter. Ja, das passt schon, das bist du. Können wir da nicht irgendwas noch machen? Na. Alter Schwede. Okay. Außerdem verbessert Nachladegeschwindigkeit. Jo. Ne? Sagst auch. Und Mündungsbremse, Schalldämpfer. Dämpft denn das Schussgeräusch, außergewöhnliche Rückstoßdämpfung pro Schuss, verbesserte Rückstoßkontrolle, mangelhafte Reichweite. Das wäre eh wurscht. Passt. Der Vorschlaghammer. Aha, der hat nur Schwere. Okay. Unser Scharfschützen vom Gewehr. Gibt's da irgendwas? Ah, schau mal, gibt's echt was Neues. Überlegener Schaden. Ah, das ist eh gleich. Erhöhte Präzision und erhöhter Schaden durch kritischer Treffer. Bist du gescheit. Auf jeden Fall rauf damit. Was haben wir hier noch? Verlängerter Lauf. Überlegene Rückstoßdingens, mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Aha. Ja, ist aber, glaube ich, verschmerzbar. Hoffe ich mal. Na, vollständiger Kolben, Präzisionskolben, überlegen Rückstoßdings, besseres Ziel mit Zielfernrohr. Jo, machen wir auch gleich. So, Schnelllademagazin. Okay, da geht noch nichts, weil uns fehlen ein paar Schrauben. Schade, bei mir sind gerade keine locker. Das ist übel. 4 Schrauben, 3 Schrauben hätte ich gebraucht.
Okay, da geht aber eh nichts. Bajonett. Eine Mündungsbremse. Schalldämpfer geht aber auch nicht. Aber außergewöhnlich Rückstoß, Kontrolle erhöhte Rückstoß. Dämpfung pro Schuss, überlegene Reichweite. Das nehmen wir noch mit. Passt. Sehr fisch. Warte mal. Können wir bei dem Ghoul-Heini noch irgendwas machen? Das schaut aber eh nicht so schlecht aus, ne? Ah, das schaut gar nicht schlecht aus. Pistole, wie gesagt, Standardvisier, Standardverschluss. Achso, da brauchen wir auch die Werkbank dazu, ne? Und einen Haufen Kleber und überhaupt. Ja, da fehlt uns einiges. Da fehlt uns ein bisschen was. Tun wir mal verlassen. Das passt schon so. Und die Mods hauen wir auch gleich wieder da rein. Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, diverses, Mods. Das hauen wir gleich da rein. Tschüssikowski. Inventar, Waffe, jo, das behalten wir alles mal. Das ist halt, ja. Eigentlich den Vorschlaghammer benutze ich eh nie. Den schmeiße ich raus, der ist einfach zu schwer. Passt schon so. Das lassen wir so, das wird hoffentlich so passen. Und ist gut. Fein, dann würde ich vorschlagen, nachdem es hier so schön regnet, gehen wir weiter mit den Quests. Und zwar müssen wir da Unchen noch was abgeben. Und zwar Diamond City. Da müssen wir mal hin. Okidoki. Wir müssen ja, denke ich mal, unserem lieben Valentine Bericht erstatten. Dass wir neue Infos über unseren Bulk, über unseren Sohnemann Sean haben. Dem es gut geht. Wo jetzt bewiesen ist, dass das Institut ihn hat. Ja, muss man sagen, Valentine hat da echt ein Gespür dafür. Das hat er gleich gesagt. Das habe ich doch gleich gesagt. Hast du Siedlungsrekord gesehen? Wer ist die stehlende Bruderschaft? Und wieso ist sie hier? Meine Freunde sagen, dass Fremde stinken. Aber du stinkst gar nicht. Danke, sehr freundlich. Ja, Bruderschaft und so, ne? Coole Leute. Moment, ist das jetzt eigentlich... Nö, ist schon mittig, oder? Das Auge ist schon mittig. Schaut jetzt nur so komisch aus. Ja. Valentine. Da drüben. Dam, dam, di, ra, ra, ram, di, lu. Valentine, la, la, la. Hoppala. Dap, 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 miau. Da rein und da rein. Gut, Valentine. Der wird uns wahrscheinlich gleich einen neuen Auftrag geben. Schon, Mickey, ich will nur deine Meinung. Oh. Wäre ein klasse Zitat. Sie ist meine Klientin, Piper. Warum steckst du deine Nase in Sachen, die dich nichts angehen? Ach ja, wenn man vom Teufel spricht. Da bist du ja wieder. Aber ohne deinen Sohn. Was ist passiert? Ja, das war einfach so, ne? Wo anfangen? Ich kam zu spät. Du hattest recht. Ist deine Schuld, Alter. Wo anfangen? Wo soll ich anfangen? Als ich rausstellte, dass Kellogg für das Institut arbeitet? Oder als er mir sagte, dass sie Sean hätten? Das Institut. Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Wirklich. Das macht die Sache um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Zünd weiß das. Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Toll. Du weißt nichts, sarkastisch. Es muss eine Möglichkeit geben. Unsinn, du weißt nichts? Weißt also nichts mehr, Nick? Ich bin vor Jahren auf einem Schrottplatz aufgewacht. Einer von vielen ausrangierten Prototypen. Das Institut hat sich seitdem nicht bei mir gemeldet. Tut mir leid. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Toll. Manchmal lassen sie alte Sünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Hm. Du sagst es. Er hatte Zugang. Er ist tot. Kellogg. Was ist mit ihm? Er musste einen Weg rein und raus kennen, aber
Kann es sein, dass er inzwischen nicht mehr zu sprechen ist? Andere Ideen? Sarkastisch, er ist tot. Er ist in der Hölle. Andere Ideen? Hast du sonst noch irgendeine Idee, Nick? Hab ich's doch gewusst. Er ist tot. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Hey, ich bin unschuldig. Er hat mich angegriffen. Soll ich mich von dem erschießen lassen, oder was? Das wird man da voll fertig gemacht, wenn man seine eigene Haut retten will. Unverschämtheit. Was jetzt? Ich bereue es. Hatte keine Wahl. Würde es wieder tun, auf jeden Fall. Ja, hatte keine Wahl. Er hätte nichts ausgespuckt. Auch wenn wir ihn lebend geschnappt hätten. Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerung. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerung. Dr. Amari. Ich weiß nicht so recht. Gute Idee. Das ist Irrsinn. Wer ist denn die Alte? Wer ist diese Dr. Amari? Sie kann dir ihre Lebensgeschichte ja persönlich erzählen. Lass uns bei der Sache bleiben. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob es funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Muss ich da jetzt wieder hin? Und was brauchen wir? Was brauchen wir genau, Nick? Kelloggs Hirn. Ja, die Sache ist alles andere als sicher. Aber Dr. Amari kriegt es vielleicht wieder zum Laufen. Dann wissen wir, was er wusste. Hab schon etwas. Also, ich glaube, ich hab da schon was. Das Ding hier hatte Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Piper mitnehmen. Weiter mit Cotsworth reisen. Nick mitnehmen. Höhle der Erinnerungen? Muss ich sonst noch was über die Höhle der Erinnerung wissen? Sie liegt in Good Neighbor, ein kurzes Stück nordöstlich von hier. Sie heißt nicht umsonst so. Der Name ist Programm. Viele geben ihr letztes Hemd, nur um die schönen Momente ihres Lebens nochmal erleben zu können. Wieder und wieder. Aber nicht wir. Wir werden versuchen, tief in den Geist eines anderen einzutauchen. Wir können uns dort treffen oder zusammen dorthin gehen. Na, ich möchte gern Kotzi dabei haben. Ich reise schon mit jemandem zusammen. Wir treffen uns dort, Nick. Also gut. Wir sehen uns dann bei der Höhle. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin bei der Public, falls ihr mich braucht. Habt ihr das gesehen? Gefährliche Gedanken. Lol. Ach, das schaut wieder super aus. Also diese... diese Zeichnungen dabei, dieser ist unglaublich. Jetzt laufen wir quasi dem Kinderwagen hinterher, ne? Ich muss, gehst du mal ein Stückchen weiter, bitte? Ich muss nämlich meine Powerrüstung holen, die ich wieder erfolgreich vergessen habe. Na hopp, lass mich vorbei. Darf ich mich hier porten? Hoffentlich darf ich mich hier porten. Die Powerrüstung, die ich wieder erfolgreich vergessen habe, ist da. Ah ja, ich bin ein Profi, was wollt ihr denn? Ja, ja. Wer es nicht, wie geht das, wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen, ne? Gott sei Dank gibt's Schnellreisen. Aber wer weiß, vielleicht wäre es mir dann früher aufgefallen, dass ich wieder mal das gute Stück einfach so vergessen habe. Und zwar da drüben, ne? Jawohl.
So, rein da. Alle hopp. Zack, 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 zack. Passt. Piep, 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 piep. Supi. Jetzt können wir. Jetzt können wir weiter. So, weiter, weiter, weiter. Good neighbor. Nix wie hin. So. Puh. Ja, 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 ja. Lade, 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 lade. Boah. Also unser Sohnemann, ne? Den zu finden, ist schon bald wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen, ne? Ach, herrje. Das ist Good Neighbor. Ja? Reise für Reinlichkeit will hier bestimmt niemand gewinnen. Ach, Kotzi, du schaust echt fesch aus. Ja, ich meine das ernst. Wie mich da so anglupscht. Niedlicher Kerl. Bum, bum, bum. Clash Chepper. Achso, ist hier die Schrot. Die hat halt leider nicht mehr Muni. Das ist schade. Tu mal die Waffe weg. So, wir müssen da lang. Good Neighbor und ich, wir sind miteinander verbunden. Aber es ist wie in einer Beziehung. Manchmal muss man kurze Zeit getrennt sein. Die Sache abkühlen lassen. Sich daran erinnern, wer ist ein Darksturm? Er hat auch wie Sammy ausgesehen. Hat sich aber anders als er verhalten. Das Institut denkt, es könnte Leute in dieser Stadt durch Sünds ersetzen. Das werden wir ja sehen. Was soll ich nur seiner Mutter sagen? Hey, nur die freundliche Wache aus der Gegend, die die Spione des Instituts erschießt, sobald sie auftauchen. Servus. Was ist denn passiert? Was ist hier passiert? Ah, der arme Sammy wurde vom Institut entführt. Dann haben diese Dreckschweine eine billige Kopie von ihm hergeschickt. Erbärmlich. Es hat nicht mal 2 Tage gedauert, bis alle wussten, dass mit ihm was nicht stimmt. Mhm. Dann haben wir gehandelt und sind jetzt hier. Da fällt mir ein, ich muss herausfinden, wo seine Leiche hin soll. Warum verschwindest du nicht einfach? Ja. Schön. Wir sollen aber zuerst noch... Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Jo, wäre nicht schlecht. Da rein zuerst. Die Höhle der Erinnerungen. Jo. Da, 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 da. Da bin ich mal gespannt, wie das hier so funktionieren soll. Auch wenn alles hier ein bisschen verschimmelt und vergammelt ist, ne, aber trotzdem, technisch gesehen, sind die echt nicht schlecht unterwegs, die Damen und Herren hier. Hallo. Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Aber dich würde ich nie verlassen. Oh. Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Und wer bist du, Gnädigste? Zu Amari? Sie ist unten. Irma. Unten, okay. Da schaut's aus. Moment, ist da, schläft da hinten jemand? Jupp, du da. Das geht? Sachen gibt's. La 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 la. Na, da bin ich mal gespannt. Ob wir rauskriegen, wo unser Sohnemann ist. Ach so. Ja, warte mal. Wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Nein. Erinnerungen extrahieren. Sarkastisch. Kelloggs Gehirn. Nick erklären lassen. Oh, na mal so. Du kannst doch Erinnerungen aus Gehirnen extrahieren, oder? Normalerweise dürfen unsere Kunden nur eigene Erinnerungen erleben. Um was geht es also? Wir müssen tief graben. Aber das wird nicht einfach. Der Täter, Kellogg, ist schon mausetot. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Und was jetzt? Ist das nicht irgendwie machbar? Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Mhm. Das Gehirn? Ja, hier bitte. Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Wie? Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran?
Ein Neural-Interface? Was? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Mhm. Ist Nick kompatibel? Gehirn noch okay? Rede weiter, spart dir das Wissenschaftliche. Ja, wäre mir fast am liebsten. Aber, ist das Hirn noch in Ordnung? Das Gehirn ist also noch in Ordnung. Möglicherweise. Es gibt keine Anzeichen von Zersetzung. Also schützt das Interface wohl das Gewebe. Es hält es mit irgendeiner Verbindung stabil. Ohne kompatiblen Port können wir aber nicht auf die Erinnerungen zugreifen. Du redest über mich? Ich bin ein alter Synth. Falls das Institut mich aus ähnlichen Teilen gebaut hat, könnte es klappen. Es könnte langfristige Nebenwirkungen geben. Von den Risiken ganz zu schweigen. Mir egal. Muss ich nicht hören. Stöpsel mich ein. Versau es nicht, Alter. Sarkastisch funktioniert das? Danke, Nick. Ja, was soll man machen? Ob es funktioniert, werden wir sehen, ne? Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken, wenn wir deinen Sohn gefunden haben. Fangen wir an. Hoffentlich nimmt er jetzt keinen Schaden, der Kerl. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Ein Schloss. Ist Nick okay? Weg hindurch. Also Weg hindurch. Wohl kein Witz. Ist Nick okay? Das überstehen? Ja, die Verbindungen scheinen stabil zu sein. Hoffentlich können wir das Implantat hinterher einfach abstöpseln. Das löst aber nicht unser Problem. Die Erinnerungsverschlüsselung ist zu stark für einen Geist. Aber was, wenn wir zwei benutzen? Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Ja, das können wir machen. Was wird passieren? Legen wir los. Ja, können wir fragen, was wird passieren? Was werde ich denn da drin sehen? Keine Ahnung. Doch da wir nur einen Teil des medialen Temporallappens und nicht das ganze Gehirn haben, wird es eher zusammenhangslos sein. Na dann, auf geht's. Okay, legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Ja, ich zieh da mal die Rüstung aus. Ja. Raus da. Kotzi, halt uns die Daumen. Dann gehen wir's an. Please, stand by. Ja, Kotzi, schau nicht so. Wird schon schief gehen. Leite Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Mnemonische Aktivität aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Oh, mir wird plötzlich weiß vor Augen. Irgendwie fühle ich mich komisch. Oh. Immer noch weiß. Hörst du mich? Ah, gut. Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Okay. Was zum Teufel? Das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Die da oder was? Das führt zu einem Raum, kann das sein? Und jetzt? Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerung, ich kann gehen. Aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Jo, kann leicht sein. Ah, so ist das gemeint. Okay. Das funktioniert wie ein Weg. Einfach drauf losgehen. Warte mal. Oh! Da ist eine Frau. Da ist ein...
Kind? Ist das unser Bubi? Mach das scheiß Radio leiser! Ich. Ich will schlafen! Alle fünf Staaten haben dafür gestimmt. Das bedeutet, dass wir ab sofort alle Bürger der Republik Neukalifornien. Papa, Erinnerung abrufen. Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt mit einer der Raiderbanden unterwegs, aber er hat es mir nie gesagt. Ich weiß nicht, was Mama an ihm fand. Vielleicht war er früher kein solches Arschloch. Oh, das ist Kellogg. Na freilich, drum ich. Ach, das ist ein Witz. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Aha. Und sie beschützte mich von meinem Vater. Oh. Sie oft Schläge mitbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Was okay. Das, Mama? Ach, nichts, Conny. Die Leute reden gern und hoffen, dass jemand anders sie beschützt. Mein Lehrer in der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie früher, wie vor dem großen Krieg. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schick dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Ich geh raus. Wo zur Hölle hast du meine Stiefel hingestellt? Hör zu, Conny. Hier, nimm. Du bist jetzt alt genug. Du bist jetzt der Mann in der Familie. Du musst uns beschützen. Deinen Vater kannst du vergessen. Aber du wirst nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Und was du im Radio hörst, nichts als leeres Gewäsch. Das Einzige, was dich in dieser Welt beschützen wird, ist diese Waffe. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Du warst schon immer mein guter Junge. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Hey, ich wollte noch... Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da! Ich war ja heute mal noch fertig. Versuch's mal mit der. Frechheit. Dam, dam, di, dam. Aha, da ist noch so ein Raum. Und alle hopp. Ah, da dürfte schon älter sein. Sarah, es nix wird da. Alles gut gehen. Ja. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt mit der Kleinen? Komm schon, Sarah. Du musst uns eine Chance geben. Oh. Ich habe endlich eine feste Arbeit. Gut bezahlt ist sie auch. In der RNK gibt's sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Ja, hallo? Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken ziemlich... Aber da komme ja ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe, dann bekommst du alles, was du willst. Und die kleine Mary auch. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Bestimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche habe? Ach komm, du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Ski für die Sicherheit zuständig. Da muss ich nur dumm rumstehen und böse dann gucken. Dann haben sie ja genau den richtigen ausgesucht. Hör zu, es wird bestimmt schön hier. Hier, damit werde ich dich und Mary beschützen. Versprochen. Ich weiß, Conny. Wir werden hier bestimmt sehr glücklich werden. Ja, das werden wir. Du wirst sehen. Schon gut, ich nehm's. Der war ja voll lieber, lieber Typ, ne? Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Der war ja total ein lieber Kerl. Wahrscheinlich war er immer noch ein eigentlich ein lieber Kerl. Irgendwie habe ich gerade ein ganz schlechtes Gefühl, was seine Familie betrifft. Könnte es sein, dass die irgendwie zum Opfer gefallen sind? Syndikat und so? Oh. Was Hallo. Hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Was? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Nur, dass du es weißt. Sie sind krepiert wie Hunde. Und du,
hast sie allein gelassen. Bitte was? Der meint jetzt nicht im Ernst meine Familie, also seine Familie, also... Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Oh mein Gott, ich hab's befürchtet, die haben echt seine Familie umgelegt, oder was? Oh Gott, mir wird gerade ganz anders. Das ist ganz und gar nicht fein. Ödländer. Wollen wir uns nicht Kellogg, ne? Wie du willst. Also, du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Wen wollt ihr denn tot sehen? Also, es geht um Folgendes. Da ist diese Familie, ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Versuch mal diese hier. So ist das. Ja, die haben schon immer gewusst, dass es... okay, Brahim, schön, Rounds, wunderbar. Wollen wir uns nicht setzen? Ah, das wiederholt sich. Okay. Da gibt es jetzt zwei. Warte, wo sind wir her? Da sind wir hergekommen. Also da geht's weiter. La li la 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 li la. La li la 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 li la. La 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 la. Mr. Keller, ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Sie arbeiten also für das Institut. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten Sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. B748. Aha. Systeme auf. Okay. Man kann sagen, was man will. Kämpfen kann er. Beeindruckend. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Wird schon wärmer. Eine davon bringt uns garantiert was. Ja. Langsam geht uns das Hirn aus. Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Langsam geht uns das Hirn aus. Na Fisch. Aha, okay. Manuelle Steuerung initiiert. Oh, die Ward. Unsere Ward. Die Ward-Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Finde Schau, das sind wir. Ding einfach. Da. Kapsel C6. Den Gang lang. Am Ende. Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste. Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie gern. Aber es war besser so herum. Besser als ihm das Kind zu rauben und ihn dann am Leben zu lassen. Arschkopf. Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, sie am Leben zu lassen. Ich verstand diese Form der Rache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einer verweichlichten Vault-Bewohnerin schon fertig werden, falls sie aufgetaut würde. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Institutsarschlöcher bald herausfinden werden, was ihnen blüht. Wenn sie mich ausschalten konnte, werden sie sich nicht lange vor ihr verkriechen können. Aha, die Erinnerung ist dann wirklich sehr aktuell. Ja, da wissen wir ja, was passiert ist, ne? Jetzt denkst du, die leben alle.
Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren haben. Aber wir hatten unsere Befehle. Der alte Mann wollte wohl nicht so viele ungelöste Probleme. Zu dumm, dass er die eine Person am Leben ließ, die er hätte töten sollen. Da steckt er mir dahinter, oder? Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie mir Befehle zu erhalten. Aber sie brauchten mich. Und ich sorgte dafür, dass ihnen das klar war. Na, großartig. Ich war nun der Hauptverantwortliche im Commonwealth. Wenn sie etwas brauchten, dann kamen sie zu mir. Es kam nur selten vor, dass jemand vom Institut bei einer Mission dabei war. Darum war diese besonders. Ich wusste nicht, wen wir aus dem Vault holen sollten. Und sie auch nicht, versteht sich. Jedenfalls nicht richtig. Das großartig. Ist da. Mach sie auf. Jetzt müssen wir das nochmal miterleben. Warte, ich schnapp ihn mir gleich. Her damit. Scheiße. Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein. Komm her, Baby. Nein. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Zorn nicht. Verdammt. Hol den Jungen da raus und dann verschwinden wir. Ich hasse dich. Immerhin haben wir noch einen Ersatz. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Was dauert da so lange? Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen. Okay, alles in Ordnung. Tut mir leid, dass du das nochmal durchmachen musstest. Hier ist noch eine intakte Erinnerung. Bist du soweit? Ja. Das geht sich für den Part vielleicht noch aus. Ah, dann sind wir schon am Schluss. So wie es ausschaut. Da ist er, unser Junge. Unser kleiner Sean. Unser großer Sean. Ist das dein Sohn? Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ist doch gut, oder? Nein, weil in diesem Haus waren wir schon. Da hat unsere Spur begonnen. Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Ach, mein Kleiner. Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Okay. Oh. Schon gut. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wenn du immer so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich hab nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Virgil. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Oh. Wow. Da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst?
Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja. Stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. Was? Können die sich teleportieren? Warte, das muss ich jetzt an... Was? Oh Junge, ich will die mitnehmen. X688, bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Tatsächlich, die können sich borden. Mach's gut. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ja. Ich hol dich da wieder raus. Gib mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ah, hier, okay. Da oben wird es wohl nichts mehr geben, oder? Nee. Da gibt's nichts mehr. Alles gut. So schaut unser Junge jetzt aus. Ein braver Junge, wirklich wahr. Boah, ist das... Das ist echt eine harte Kost irgendwie. Ja, keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Wie fühlst du dich? Jo. Wo ist Valentine? Nebenwirkungen? Oh, bin ich gesund? Siehst du etwas Schlechtes? Nein, aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wonach ich suche. Wie gesagt, das ist alles Neuland. Aber deine neurologischen und physiologischen Werte sind wieder ganz normal. Medizinisch gesehen bist du gesund. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Du warst dabei. Teleportation. Kelloggs Leben. Virgil. Du warst dabei. Du warst doch auch dabei, oder? Du hast gesehen, was ich gesehen habe. Ja, aber wir müssen alles gemeinsam durchgehen. Falls einer von uns etwas übersehen hat. Mhm. Es gibt mehr als eine Person, die etwas über das Institut weiß. Virgil, der entflohene Wissenschaftler. Ich wusste nicht, dass Institutswissenschaftler desertieren können. Das ändert alles. Er könnte so manche Frage beantworten. Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin. Nicht einmal, um sich zu verstecken. Oh, verdammt, wir hätten die anderen Sachen zuerst machen sollen. Warum? Perfektes Versteck eigentlich. Ich finde ihn. Er ist wahrscheinlich tot. Es ist ein perfektes Versteck. Warum ist er dort? Er möchte es dem Institut erschweren, ihm zu folgen. Das muss es sein. Er nutzt die Strahlung des leuchtenden Meeres als Schild oder Tarnung, um sie abzuschütteln und einen Vorteil zu erlangen. Wenn Virgil weiß, wie man dort überlebt, musst du das auch können, wenn du ihm folgen willst. Strahlenschutz? Sarkastisch, ich finde einen Weg. Das ist verrückt. Na, Strahlenschutz. Das kann ich gegen so hohe Strahlung ausrichten, Doktor. Es gibt chemische Mittel. Radix, Radaway. Du brauchst so viele, wie du tragen kannst. Vielleicht mehr. Ein Strahlenschutzanzug wäre toll, wenn du einen findest. Oder vielleicht so eine Powerrüstung. Das wäre perfekt. Ja, passt. Die haben wir. Haben wir eigentlich. Gut. Ich finde einen Weg. Ich finde schon einen Weg durch die Strahlung. Keine Sorge. Viel Glück und pass auf dich auf. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Supi. Was ist los? Klar, natürlich. Jetzt gar nicht. Sicher, aber natürlich. Klar. Was gibt es? Sehr liebenswürdig, Ma'am. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe Sie und Ihre Familie immer bewundert. Seit dem ersten Tag, als meine visuellen Sensoren zum ersten Mal aktiviert wurden. Sie und Ihr Mann. Sie waren so gut zu Sean und haben mir die Pflege des kleinen Wonneproppens anvertraut.
Mir wird ganz warm um den Reaktorkern. Können Sie sich vorstellen, wie verzweifelt ich war, als die Bomben fielen und sie in den Vault flogen? Ich fand keine Hinweise auf ihren Tod. Ich konnte nur hoffen, dass sie es alle rechtzeitig geschafft hatten. Als sie zurückkamen, war ich überglücklich. Ich führte eine Komplettdiagnose durch, um sicherzustellen, dass ich keine Fehlfunktion hatte. Aber diese Nachricht von ihrem Mann und Sean, glauben Sie mir, nur ein wahrer Held kann so etwas durchstehen. Oh, mein, er ist so niedlich. Ich bin ein Held? Nur überleben, kein Held. Rührseliger Roboter. Ich bin ein Held? Hältst du mich etwa für einen Helden? Davon bin ich weit entfernt. Verkaufen Sie sich nicht unter Wert, Ma'am. Denken Sie daran, was Sie in dieser trostlosen Welt erlebt und geschafft haben. In den 200 Jahren habe ich gute Männer und Frauen zerbrechen sehen. Aber Sie, Ma'am, sind der Inbegriff dessen geblieben, wonach die Menschheit streben sollte. Zu lange allein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das bedeutet mir viel. Aufhören. Na, das bedeutet mir viel. Danke, Cotsworth. Das bedeutet mir eine Menge. Sie müssen mir nicht danken, Ma'am. Das ist nicht nötig. Ich glaube, dass nur Sie es schaffen können, das Commonwealth zum Guten zu verändern. Aber genug geredet. Meine Ansicht steht fest. Machen wir weiter. Gerne. Oh. Durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Cotsworth hast du den Skill Roboter-Sympathie erhalten. Cool. Ah, ist ja cool. Ah, haha, nice. Supi. Das ist ja fesch. Roboter-Sympathie. Schön. Ach, freut mich. Freut mich, freut mich, freut mich. Ich hüpfe gleich mal in die Power-Rüstung, bevor ich die wieder vergesse. Und ich würde sagen, es ist ja mal ein schönes Ende für den heutigen Part. Oh, also ich freue mich. Der Cotsworth ist schon ein niedlicher Kerl. Na fein, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!